Hallo Leute und willkommen zurück auf dem Horoberg. Das letzte Mal haben wir schon die ersten zwei Sachen gemacht und wir können jetzt den Kartenstein einsetzen und bekommen dadurch wahrscheinlich ein Achievement. Ah, ich habe mal geschaut, es sind so 6, 7 Sachen, die immer noch aus der Zeit waren, wo ich mal. Ah, hier sind wir safe. Wo ich mal aufgenommen hatte, aber ohne Internetverbindung. Und die meisten Sachen davon. Ah, ne, halt. Achso, wenn ich so mache, öffnet er nur die Karte. Okay, also. Ich kann gar nicht dieses. Hä, das ging noch sonst? Ich kann das Steam Overlay nicht öffnen. Egal, kriegen wir jetzt nicht ein Achievement für alle Kartensteine eingesetzt? Ach, das war bestimmt auch mal. Wenn da eine Sache von diesem kompletten drin ist, dann. Dann fehlt da schon was. Aber egal, wir wissen. Hier, die kommenden Türen. Immer schön im Wechsel, nach unten hin und hier unten. Ist dann Special. Toll. Ah ja, ich habe was nachgeschaut, was mich echt verwundert hat. Oh, habt ihr gesehen, wie ich da ausgewichen bin? Boah, war das gut. Boah, ich bin ja gerade der König. Alter. Alter. Kann mir jemand erklären, wieso ich so weit nach unten gegangen bin? Kann mir jemand erklären? Ja, das habe ich gut gemacht. Jetzt bin ich wieder hier oben. Intuitiv richtig gehandelt. Okay, gut. Gehen wir raus. Wo müssen wir jetzt hin? Egal, wir können in beide dieser Richtungen. Links sieht relativ klein aus. Probieren müssen wir da. Nein. Au. Okay, wir stehen hier jetzt schon mal rechts und ich bin faul. Dann gehen wir erst hier hin. Ach so, eigentlich egal, wie rum wir es machen. Da haben wir so ein Steinchen-Zeugs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sind hier 7 Gegner? Ich glaube eigentlich nicht, aber diese Tür besagt, dass wir jemanden töten müssen, damit sie aufgeht. Wann fängst du an zu schießen? Jetzt. Dadurch öffnet sich diese Tür. Ah, jetzt müssen wir wahrscheinlich das da machen, wa? Ja, ich sehe schon. Das, daran erinnere ich mich noch. Na toll. Die Sache ist, die zerstören sich jetzt schon gerade. Aber es wäre eigentlich besser, wenn wir es so rum machen. Wir sind jetzt einmal nach ganz oben gegangen. Okay, hier ist nichts. Und gehen mal hier weiter. Achso ja, was habe ich denn eigentlich eben erwähnt, ha? Ich habe gar nicht bis zum Ende gesprochen. Was mich so krass verwundert hat, wir haben nur 15 Folgen. Altes The Binding. Nee. Ja, genau. Orient the Blind Forest. Also, als wir damals gespielt hatten, nur 15. Wow, wir sind jetzt bei. Das hier ist jetzt Folge 21. Ach, gut, du lebst noch. Das tötet mich. Machen wir doch mal so. Zack. Jetzt kann man hier so. Nein. Ah, cool, da hat sich nichts verändert. Nur nach oben hin. Wenn ich nach unten mich wegschießen lasse, dann blockt mein Shift-Teil das direkt. Okay, gut. Jetzt können wir nach da oben hin. Und stampfen. Peng. Und damit wird dieser Lavazufluss verringert. Und läuft nicht mehr da weiter durch. Gut. Dann gibt es hier weiter nichts zu tun. Von 25 auf 33%. Au. Ja, genau. Was hätte ich denn da noch groß machen sehen? Nein. Ha! Ach man, manchmal, wenn man dieses Shift-Drücken nicht direkt drauf hat. Okay, was geht hier? Ist das ein Gesicht? Schaut euch mal das an. Das sieht aus wie so ein böse guckendes Gesicht mit so einem grünen Steinchen drin, was so Nebel pustet. Ist das irgendein Insider? Weil dieses Grün, das sieht wirklich ganz anders aus. Also das passt halt hier nicht in dieses rote Gesamtbild, deswegen. Ah, du. Ich erinnere mich. Tut mir das weh? Nein. Das kann ich aber. Ja, wir mussten hier doch irgendein Objekt holen, oder? Was passiert, wenn wir das machen? Ah, dann fängt das Glaube an sich zu drehen. Aber dann kommen wir auch Glaube da oben durch? Ich weiß nicht. Irgendwie muss das ja passieren. Wir aktivieren ihn mal. Oh Gott, in die Richtung. So, hier kann ich nur kurz drauf stehen. Aber das hier ist alles offen. Und wir können jetzt hier hinten schieben. Oh lol.
Kannst du den so krass schubsen? War das beim letzten Mal auch schon? Ah, und bei ihm ist das hier egal, wie rum er fällt. Aber hier ist es eigentlich sogar besser, weil er jetzt so eine Art Schutzseite für uns hat. Yo, der wurde beim letzten Mal nicht so krass zurückgedrückt. Und der hat das Safe-Teil aktiviert. Aber wir gehen jetzt hier hoch, weil uns jetzt nicht mehr so viel Schutz geboten wird. Und indem wir den Stein weiterschieben, kommen wir auch schon so an unser Ziel. Yay. Und eine weitere Lava fließt ab. Okay, hier unten ist der Stein. Hier gab es auch weiter nichts. Und auf 38%. War ja auch nur kleiner Raum. Nein. Oh nein. Lol. Wie konnte ich denn hier jetzt zum Beispiel ausweichen? Was war denn das jetzt schon wieder für ein Trick? Aber okay. 15 Folgen fand ich seltsam. Ich weiß nicht, warum wir diesmal so viel länger brauchen. Mein Backtracking könnte vielleicht länger Zeit in Anspruch genommen haben. Vielleicht aber, weil es ja generell mehr Gebiete sind, aber ich würde jetzt nicht sagen, oder doch, haben wir 5 Folgen in... Au. Oh Gott, schießt du schnell. Ah ja, das ist hier diese Stelle. Okay, halt, wir gehen das Problem ein bisschen seriöser an. Was ein Prankster. Oh nein. Ich darf mir nicht so viel... Und ich darf STRG nicht mit Shift vertauschen. Ich darf mir nicht so viel Zeit lassen im Springen. So, jetzt gehen wir hier hin. Und das wird kaputt geschossen. Laufen hier hoch. Und das wird kaputt geschossen. Laufen hier hoch. Nutzen das. Ja, komm. Das reicht mir schon, oder? Hier ist es noch nicht vorbei. Nein! Oh, hier, das finde ich richtig cool, weil wir jetzt hier gerade alles nutzen mussten. So, und hier können wir seins Licht benutzen. Ah, stimmt. Dieses Tor fand ich damals so seltsam. Ich habe echt gedacht, man kann hier irgendwie durchlaufen. Und hier ist sogar ein kleines Stückchen grün. Cool. Und erneut fließt Lava ab. Kann man hier jetzt durchgehen? Nein. Das wäre cool, so ein Secret oder so. Weil ich meine, was ist das denn? Das sieht so aus wie ein Durchgang. Okay. So, jetzt müssen wir das Ganze hier so zurückgehen. Oh nein. So, ab hier wird es erst wieder schwer. Weil wir jetzt das hier brauchen, um nochmal springen zu können. Boom. Warten jetzt mal kurz mit dem Speichern ab. In der Nähe von Feinden? Wo denn? Sehe ich nicht. So, das hat gereicht und wir haben wieder gut was an Leben wiederhergestellt. Wir sind jetzt bei 48%. Halt. Achso. Das war sogar ein größerer Bereich. So, hier waren wir nicht, ne? Hier können wir auch noch was holen. Ah ja, Leben. Cool. Dann schauen wir mal, hier ist ein Gegner. Ah ja, ich erinnere mich an diese Kreise. Au, nein. Ach, verdammt. Halt, wir halten uns hier kurz dran fest, lassen dann los. Gehen hier hin, hier kann man hoch. Wir könnten uns hier auch so dann wegdrücken lassen von der Wand. Oh nein, vor allen Dingen tut das hier so gut weh mit dem Schaden. Ja, quasi. Da ist ein Hebel. Ah. Daran erinnere ich mich. Das war ein bisschen ekelhaft. Nein, wieso drückst du... Er hat nicht mehr Shift gedrückt. Ach Mann, und... Hä?
Davor hatte da oben der Raum abgespeichert, also der Raum an sich. Wieso hat der es hier nicht auch getan? Ich dachte, jetzt wird das Spiel gespeichert. Okay, halt. Mit E. Dann speichern wir manuell. Ist doch kein Ding. Hätte man mir nur vorher Bescheid sagen müssen. Au. Nein! Hm. STRG. Ja. Okay, das war too late. Apologize. Und das war dämlich. Ach man. Okay, wir machen das jetzt mal ganz ruhig. Zack. Lol. Ach so, und jetzt klappt's. Jetzt, wo es mir wehtun kann. Kein Ding, Mate. So, der tut mir schnell weh. Ja, genau. Der trifft mich auch exakt hier. Ach man. Hä? Was? Yo, der Gegner ist unsichtbar. Heck. Halt. Was ist denn, wenn wir... Da. Da haben wir den Hacker getötet. So ein Noob. Rasiert haben wir den. Ich stehe mal lieber nicht zu weit oben. Ah, das ist hilfreich. Einfach nur... Oh Gott. Einfach nur bis nach oben laufen und wir sind tot. Ja. Ach man. Da konnte ich nicht mehr so wirklich was machen. Puh. Wut. Wir lassen jetzt einfach immer Shift los. So. Und jetzt müssen wir es wieder ranmachen. Jetzt springen wir wieder normal. Machen das Blatt. Nochmal. Aber vor allen Dingen ist der Abstand auch kurz geworden. Aber diesmal hat es geklappt. So. Gehst du bis an die Stacheln? Nee. Das kann uns wehtun. Und hier oben ist doch irgendwas, oder? Ah ja. Die falsche Seite. Die ist da oben. Da sind auch wieder Augen. Diesmal blaue. Und hier ist der Lavafluss. Okay, cool. Und die Sachen da unten sind auch deaktiviert. Das war wieder eine etwas schwierigere Aufgabe. So, mal schauen. Hier brauchen wir jetzt nichts mehr. Und dann können wir auch hier unten rein. Boom. Gab's da unten noch was? Ja, gab's. Ein Speicherpunkt. Oh, wir sind wieder voll. Cool. Au. Jetzt nicht mehr. Ich meine, du sollst doch nicht daran runterrutschen, sondern einfach dich komplett fallen lassen. Wenn Ori das häufiger tun würde, hätte ich schon so einiges an Schaden nicht bekommen. Okay, gut. Und abspeichern. Und diesen grausamen Ort vergessen. So, hier kriegen wir doch auch nochmal Leben. Genau. Dann schauen wir mal, wo müssen wir jetzt hin? Wir sind jetzt schon fast wieder unten. Hier ist keine Tür. Wir müssen da unten hin. Sind es noch zwei oder vier Türen? Das sind noch zwei Türen. Ah, schaffen wir die zwei Räume vielleicht jetzt noch? Ich glaube, das hier ist der coole Raum. Ja, da sieht wieder der coole Raum aus. Das können wir nicht aufmachen und hier ist richtig viel Speicherzeugs. Was uns sagt, dass wir hier speichern sehen. Ja, das ist der coole Ort. Da sind auch wieder leuchtende Augen. Ach, hier überall. Ah, hier gibt es sogar eine kleine Belohnung.
Und jetzt kommt die coole Musik. Halt, können wir nur kurz. Das war doch schön. Okay, gut. Huch. So. Jetzt können wir hier unten an Zeug kommen. Boom. Aber lebenstechnisch sind wir ja gerade eh noch voll. Und dieses Energiezeug da oben brauche ich ja ausnahmsweise mal irgendwie gar nicht. So, aber hier müssen wir jetzt vorsichtig sein. Oh, halt. Ah. Okay, jetzt. Und die Lava sinkt noch weiter. Ah, stimmt, das ist die erste Seite. Und wenn wir das auf der anderen Seite nochmal machen, geht das Wasser noch weiter. Wasser. Die Lava noch weiter runter. Wir müssen das Ganze jetzt hier nochmal andersrum machen, was es deutlich schwieriger machen wird, weil wir ab und zu Rast machen müssen und sterben. Aber schön, dass du hier abspeicherst, Spiel. Ach genau. Los, komm. Ich wollte nicht über 100 kommen. Wir sind jetzt bei 75. Ich muss doch springen, um... Ja, Jan, was ist besser? Insta-Death? Oder dieser Schaden hier. Ich weiß es nicht. Ach toll, wenn wir stehen bleiben, kriegen wir noch schneller welchen. Okay, halt. Jetzt haben wir es doch gleich. Das kann mich hier noch treffen. Oh Gott. Ich glaube, das kommt sogar noch hier hin. Nee, tut's nicht. Okay. Und hier geht's nicht weiter. Junge, Junge, Junge. Okay. Hä, wieso habe ich jetzt... Ach, wegen dem Level-Up. Okay, ich wollte schon fragen, warum meine Stats noch vollkommen okay sind. So, Spiel nochmal abspeichern. Und hier rein. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite noch hier hin, ne? Hier ist schon wieder der Eingang. Ich bin zu tief. Okay. Jetzt zeigen wir mal am besten, wie krass man eigentlich mit diesen... R-Zeugs variieren kann. Da, das schaffen wir es selbst bis hierhin. So, war hier oben nicht was? Nee. Aber irgendwo war da mal zwischendurch was. Egal, wir haben bisher alles. Okay, der Raum noch. Das schaffen wir zeitlich noch. Und dann muss ich noch gleich Minecraft aufnehmen. Heute ist eigentlich Minecraft dran. Aber da seht ihr mal, wie viel Fun ich an dem Spiel habe. Dass ich einfach lieber das hier jetzt schon spielen will. Und hier unten ist Lava und da ist Zeugs. Ah ja, stimmt, hier. Können wir das irgendwie ablesen, wie lange das macht? Yo, ach, das tötet mich gar nicht instant. Oh. Ach so, aber in die Richtung schießt du dann, oder was? Und das ist ja super. Au, halt, jetzt. Okay. Ah ja, ich verstehe schon. Dafür nimmt es sehr viel Leben weg. Ja. Damit kann ich leben. Haha, Wortwitz. So, hier ist der Trick, dass wir uns hier dran festhalten. Dann können wir in diesem Winkel hoch. Oh nein. Wenn das hier nur noch ein Raum ist, dann ist hier die coole Ball-Action. Hier sind wir doch damals richtig häufig gestorben. Aber wenn ich jetzt so mache... kann ich mich an dem Lava... Dingens vorbeiglitschen. Ich würde schon sagen, wenn das jetzt nicht mehr ging, dann wäre das Rätsel ja noch schwieriger als vorher. So, hiermit können wir doch einstellen, dass du dahin gehst und du machst dann das weg. Das bringt was? Wir müssen den Ball auf jeden Fall irgendwie... Oh Gott, wie kriegen wir den denn da weg? Halt, kann ich nicht. Ach so, so wenig bringt das. Okay, gut.
Wenn ich so mache, dann sterbe ich. Was denn das für eine Scheiße? Ich meine, wer hat denn sich das... Okay, ich kann gerade gar nicht... Halt! Oh, Shift. Ich dämel. Ich wette, das Rätsel ist auch so gedacht. So, jetzt laufen wir hier durch. Und... Ich glaube, wir sollen dich erstmal da hochbekommen, oder? Stimmt, ich weiß noch, was damals das Ekelhafte war. Ich ziehe dich mal. Halt. Und ich lasse dich nochmal liegen. Ich weiß ja nicht. Soll ich hier so machen? Ja, dann habe ich hier diese Fläche, um dich halt nach oben zu... Nein! Um dich halt nach oben zu schießen. Halt. Wir haben mal kurz ein Achievement. Reicht das nicht schon? Oder darf der nichts berühren? Also wenn, dann müsste es jetzt gereicht haben. Nein. So, du gehst dahin und dahin. So, und das Problem, was wir damals hatten... Nein, 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 nein. War, dass... Ich kann mich ja an ihm durchschießen. Das ist ja klar. Ich kann jetzt hier auf die Seite. Und damals habe ich einfach immer direkt nach links gelenkt, aber dann hat er so viel Boost, dass er da weggefallen ist. Das sind wir jetzt umgangen. Und jetzt... Speichere ich hier nochmal ab. Weil ich safe spielen will. Ah, und wir kommen jetzt auch noch ganz links. Okay. Da haben wir das diesmal etwas schneller gemacht als damals. Und ich wette... ja, 5 Tode erstmal mehr. Okay, wir wollen unter 100 durchkommen, wie gesagt. Und wie im letzten Part schon erwähnt, würde ich danach gerne noch, wenn wir mit dem Spiel durch sind, probieren, wie weit wir mit einem Leben kommen. Und jetzt sinkt der ganze Rest ab. Und die Zeit ist vorbei, beziehungsweise wir sind bei 22 Minuten. So, dann können wir noch hier hingehen. Hä? Der Bereich ist sicher. Gut, dann ist es halt nicht. Was weiß ich schon. Okay, wir können jetzt noch kurz hier hin. Und hier sind Spikes am Boden. Na klar, das hätte ich doch wissen müssen, Leute. Gab's hier nicht noch was? Ah ne, doch, also drei Sachen. Die drei Sachen kenne ich jedenfalls. Es gab jetzt hier drei Force, Super Mario Röhre und den Super Meat Boy. Kennt ihr noch was anderes? Hm. Okay, wir können hier rausgehen. Und die Lava müsste unten komplett abgeflossen sein. Zack. Wir gehen jetzt mal noch kurz auf die linke Seite, weil da noch so ein Teil ist. Ja, genau. So, und hier ist jetzt nichts mehr, ne? Genau. Genau. Und hier sind Bosse. Ist es einer oder zwei? Oh, wie stark die Stichflamme schon ist. Ach man, jetzt war ich nicht nah genug dran. Okay, du bist tot. Oder bist du nicht? Ach doch, das geht auf. Na halt, ich glaube, auf der anderen Seite war auf dem Boden oder was. Ja, komm. Na. Mach. What the fuck? Und daran sterbe ich jetzt. Okay, cool. Halt. Dann gehen wir erstmal hier hin. Hier ist das... Oh. Cool. Hier war ein Brunnen. Naja, selbst wenn das Teil da oben eingestürzt wäre, mit dem Brunnen kann ich doch alles machen. Ja, ein anderes Achievement war, in jedem Brunnen abzuspeichern. Das lag wohl auch in der Offline-Zeit. Oh man, einige Achievements bekommen wir jetzt nicht. Und was ist mit den 100%? Das wäre richtig scheiße. Weil wir haben jetzt 94 aktuell. Oh, halt. Ich wollte doch alles haben. So, dann kämpfen wir halt nochmal gegen dich. Peng. Wieso macht das jetzt wenig Schaden? Ach lol, weil ihn das voll viel abzieht. Na toll. Da helfen mir ja die Viecher hier mit.
Ja, aber mir macht das auch gut Schaden. Und das war's. Okay, dann gehen wir kurz hier hin. Oha, Überlänge, Überlänge. 25 Minuten. Toll, jetzt müssen wir noch kurz hier das Zeug holen. So. Jetzt haben wir eigentlich alles auf der Karte gefunden, oder? Selbst wenn uns das Spiel das nicht anzeigt. Wir haben den Horoberg. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Falls ihr es gehört habt, mir ist gerade was runtergefallen. Also, beziehungsweise mir nicht, aber hier ist was runtergefallen. Wir haben alle Bereiche auf 100%. Aber nur weil ich ein paar Mal offline gespielt habe, erkennt es das nicht an. Das ist traurig. Oder ich kann doch gerade nicht das Steam-Zeugs öffnen. Vielleicht kriege ich auch gerade keine Achievements angezeigt. Ich weiß es nicht. Gut, gehe ich halt zurück. Speichere hier ab. Dann danke fürs Zusehen, Leute, und bis zum nächsten Mal, denn der nächste Part wird der Finale sein.